Helmut, komme aus Tirol und ich zeige das im Video, wie man La Donna Immobile von Giuseppe Verdi als kleines Instrumentalstück auf einer vierseitigen Ukulele spielen kann. Ich beginne mit den ersten drei, vier Takten. Ich beginne mit F, 3, 4. Also den spiele ich eigentlich nicht. Ich spiele es jetzt noch einmal, komplette erste Zeile. 3, 4. Es wird zweimal gespielt. Und dann geht es mit der zweiten Zeile weiter, mit G. Vom Anfang der zweiten Zeile bis hierher. Langsam. 3, 4. Dann C. Und jetzt werde ich langsamer. Mal zweite Zeile bis zu dieser Stelle hier, bis zu diesem F. 3, 4. Weiter. Ich spiele es vom F weg bis zum Beginn der letzten Zeile, also von hier weg. 3, 4. Noch einmal, Beginn zweiter Zeile bis hier. 3, 4. Die letzte Sequenz mit C. Und jetzt kommt ein Lauf von 4 weg. Noch einmal die komplette zweite Sequenz vom Beginn der zweiten Zeile bis zum Ende. 3, 4.
und so weiter und so fort. Ich wünsche viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.